Ja, und ich sage hallo und herzlich willkommen. Der ein oder andere erkennt es vielleicht schon. Wir spielen Day of the Tentacle in der Remastered-Version von Double Fine. Ursprünglich kam das Spiel von LucasArts raus und ich würde sagen, wir starten einfach. Wir gucken uns auch später dann anschließend noch die Bonussachen an. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal in ein neues Spiel. Und viel Spaß beim Intro. Die Entwicklerkommentare müssen wir ausmachen, sonst laufen die ganze Zeit. Die können wir manuell später aktivieren. So, damit viel Spaß beim Intro. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als könnte ich... Die Welt erobern! Sieh mal, Hoagie, ein Hamster! Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler, Vern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. Ja, genau. Und dahin geht's jetzt zurück und ich begrüße noch einmal bei Day of the Tentacle Remastered. Ja, ganz schön, wie man das jetzt vom Zeichnungsstil her sehen kann. Und ich werde euch auch später öfter mal die Classic-Version zeigen können. Während wir jetzt hier noch die Credits präsentiert bekommen. Ich sag vielleicht schon mal vorweg, definitiv ist das Spiel natürlich für mich kein Blind Run. Ich habe das Spiel schon, was weiß ich, wie oft durchgespielt. Ich liebe diese LucasArts Adventure und ich werde das meiste wohl noch wissen. Aber natürlich ist das bei mir kein Garant dafür, dass ich es wirklich noch alles weiß. Das heißt, es könnte sein, dass wir stecken bleiben, aber wir schauen mal. Ich glaube, das meiste werden wir so hinkriegen. Wir werden uns die Entwicklerkommentare, wenn das geht, reinziehen. Wenn nicht, lassen wir es halt. Aber ich möchte die nicht die ganze Zeit während des Intros, wollte ich die jetzt eigentlich nicht laufen haben. Weil ich das dann doch für ein Let's Play sehr störend finde. Ja, das Spiel ist wie gesagt schon etwas älter, aber jetzt gerade rausgekommen. In dieser Remastered-Version. Ich habe mir gedacht, wo ich sowieso gerade The Whispered World spiele oder gespielt habe, wer weiß wann es rauskommt, das Let's Play hier. Passt es ganz gut, noch ein zweites Let's Play in dem Bereich zu machen. Ja, während wir hier weiter die Sachen präsentiert bekommen. Ich hoffe, die Lautstärken passen soweit. Ich habe jetzt nichts dran verändert. Mache ich normalerweise nämlich auch nie. Die Sprachausgabe in Deutsch mit Untertiteln, beziehungsweise es waren bisher eher Übertitel, sollte eigentlich soweit passen. Und ja,
Das ist das Tollhaus und da gehen wir jetzt rein. Oder so. Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Haugi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Ja. So, und jetzt kriegen wir hier nochmal die Steuerung präsentiert. Das meiste weiß ich aber schon, deswegen klicke ich mal auf zurück. So, wir könnten jetzt direkt anfangen, aber ich möchte doch mal ganz kurz nochmal ins Optionsmenü. Das tut mir leid, aber die Lautstärke von der Musik ist mir dann doch ein bisschen zu krass. So. Das sollte besser sein, oder? So, das Spielprinzip funktioniert so, dass wir ja mit dem Mauscursor, der hoffentlich eingefangen wird, wenn nicht, werde ich das in der nächsten Aufnahme dann beheben, können wir hier über Dinge fahren, ist ein ganz normales klassisches Point-and-Click-Adventure. Wir können diverses aufsammeln und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal im Raum um. Hierbei hat man jetzt auch eine Hotspot-Anzeige, die werden wir erstmal nicht benutzen, weil ich kenne das meiste ja wie gesagt noch. Wenn wir klicken mit der linken Maustaste, können wir uns hier bewegen. Mit der rechten kommt dieses schöne Menü. Da haben wir dann Gib, Benutze, Schau an und Nimm. Hier haben wir unser Inventar. Und im anderen Bereich gibt es später auch, glaube ich, noch was. Und wir schauen uns mal diesen Zettel hier an. Sieht so aus, als käme es aus einem örtlichen Haushaltswarenladen. Dann nehmen wir das mal mit. Können wir das denn hier nochmal angucken? Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass die Musikabmischung jetzt ein bisschen angenehmer ist mit der Stimme des Synchronsprechers. Hier haben wir ein Aushilfe gesucht, Schild. Laborassistent gesucht. Fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. Okay. Nimm mal mit. Man weiß ja, bei Adventures ist es immer gut. Hier ist Chuck die Pflanze. Wer Maniac Mansion gespielt hat, kennt ihn. Ein gartenbaulicher Albtraum. Wir haben hier ein Kaugummi mit einem Groschen drin. Vielleicht können wir den auch schon mitnehmen. Nimm. Es klebt am Boden fest. Alles klar. Hier haben wir eine Portierklingel. Ziel. Ich glaube, das muss man drücken. Okay, dann drück. Okay. Können wir die mitnehmen? Es ist auf dem Tisch festgeschraubt. Na gut. So, was haben wir noch hier? Da ist ein Groschen drin. Den nehmen wir uns mit. Außer Betrieb. Okay, also das Telefon funktioniert nicht. Öffne Tür. Okay. Ein Schweizer Sparbuch. Das stecken wir uns mal ein. Auch schön, wie sie die Sounds überarbeitet haben. Tippex nehmen wir natürlich auch mit. Und sonst ist da wohl nichts mehr. Mhm. Ein Kalender. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Können wir den? Ich habe davon 3 Stück zu Hause. Okay, Bernard ist ja da sehr komisch. Telefon. Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Hier haben wir noch ein Bild. Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Okay. Können wir das Bild öffnen? Ah, ein Safe. Der Safe ist geschlossen. Ja, da haben wir natürlich auch noch keine Kombination für oder sowas. Ich kenne die Kombination nicht. Mhm. Na gut. So, ich würde mal gerne gerade ausprobieren, ob die Entwicklerkommentare funktionieren. Natürlich nicht, weil wir sie deaktiviert haben. Okay, dann müssen wir ohne auskommen. Das tut mir leid. Ein Zettelständer, da können wir aber sonst auch nichts mehr mitmachen. Sieht nach einem Informationsstand für Touristen aus. Mhm.
Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal oben um vielleicht. Hoagie sieht hier schon nach dem Rechten. Okay, dann vielleicht hier hinten? Laverne kümmert sich um diesen Bereich. Ja schön, und was machen wir dann? Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Tentakel gefunden habe. Oh. Was haben wir denn hier noch? Die Pendeluhr. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Können wir die öffnen? Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Ach, Mensch. Mann, ist der ungeschickt. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte! Oh ja. Jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ich wollte schon sagen, da fehlt ein Zaun. Könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Zur Zeitmaschine. Okay. Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Und ab geht die Post. So weit, so gut. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Sterbt! Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Ha, und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Zu früh gefreut. Oh. Hehehehe
schön. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hoagie und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben Sie noch? Laut meiner Anzeige ist der dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hoagie denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Ja, also, irgendwo. Was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Na, super. Na? Oh. Okay. Alles klar, das heißt, wir müssen uns weiter umschauen und müssen die Pläne finden. Wir haben hier den Chrono John. Wir gucken den mal an. Puh, ich bin überrascht, dass ich da lebend rausgekommen bin. Eine Toilette? Leer. Kannst du die benutzen? Achso, da können wir was reinschmeißen. Ja, sicher. Die Zeitmaschine? Was sagt er denn dazu? Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Ja, vor allem du. Na gut. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Ja, wir schauen uns einfach mal weiter um. Wir haben hier den Hebel. Vielleicht legen wir den mal um. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Ein schwarzes Brett. Zu tun. Es ist Dr. Fritz Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Mhm, nehmen wir die. Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hoagie spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült. Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit. Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die hieß er noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hoagie! Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred! Dr. Fred, wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hoagie. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard... Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Ja, alles klar.
Damit haben wir quasi die Möglichkeit freigeschaltet, jetzt zwischen den Charakteren hin und her zu wechseln. Aber was und wie wir da das genau machen müssen, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder hier mit Hoagie und Bernhard und natürlich auch Laverne. Bis dahin, tschüss!